Die Jungs sind da unten mit der Attrappe, die wir gebaut haben. Sie werden sie dort ins Wasser setzen, wo das Original auf dem Foto ist. Dann werden wir hoffentlich sehen, wie genau sie sich ähneln. Na also, okay, Jail. Der Kopf ist im Wasser. Also, mach dich für ein paar Fotos bereit. Verstanden. Ich behalte euch im Auge. Sobald ihr an der Stelle auf dem Originalfoto seid, werde ich mit den Aufnahmen anfangen. Verstanden. Okay, Jail. Wie ist die Position? Sieht genau richtig aus. Ihr müsst jetzt nur noch anfangen, sie zu ziehen. Wir fahren los. Der Kopf kommt hoch. Komm, Junge, komm schon. Na also, da kommt es. Das sieht klasse aus. Ich mache jetzt die Fotos. Perfekt. Die Jungs sind da unten mit der Attrappe, die wir gebaut haben. Okay, Jail, wie ist die Position? Sieht genau richtig aus. Jail, war's das? Alles klar, Jungs. Wir packen zusammen und treffen uns dann unten am Dock. Wenn man sie einmal füttert, wird man sie nicht mehr los. Lass mal sehen. Hier. Hey, das sieht echt gut aus, was? Einverstanden. Ich finde gut, wie es durch das Ziehen des Seils herumkurvt. Es sieht viel besser aus als von da, wo wir waren. Das sieht echt gut aus. Aber echt gut reicht uns nicht. Wir brauchen es perfekt und das ist es nicht. Bedenkt mal, wie viel Zeit und Energie dieses Ding verschlungen hat. Es ist unwahrscheinlich, dass einer von hier dasselbe schafft. Es vom Dock aus startet, ohne dass einer was mitbekommt. Und dann ist da noch die Bewegung, von der die Zeugen berichtet haben und dass es getaucht ist. Das haben wir nicht hinbekommen. Wenn wir nur das Foto gehabt hätten, würde ich sagen, das reicht wohl, um zu sagen, so könnte es gewesen sein. Aber wir haben Leute interviewt, die es wirklich gesehen haben. Also ist es etwas, was dort draußen lebt. Lasst uns aufhören, es nachzustellen. Fangen wir an, nach etwas zu suchen. Gehen wir ins Wasser. Einverstanden. Austin wird jetzt den See absuchen. Sein Boot ist mit einem modernen Sonar mit einer echt tollen Auflösung ausgestattet. Es findet alles, was so groß ist wie die Spitze des kleinen Fingers. Gleichzeitig starten Jail und ich auch eine Suche, und zwar suchen wir nach etwas über Wasser. Wir halten die Tauchausrüstung bereit. Wenn Austin etwas findet, ruft er uns und wir können sofort tauchen. Mal sehen, ob wir was finden. Ich glaube, wir sind soweit. Ich scanne den See jetzt schon eine ganze Weile. Ich sehe immer noch nichts, aber offensichtlich ist Geduld eines der wichtigsten Dinge, wenn man einen See dieser Größe absucht. Das ist riesig. Leute, ich habe was gefunden. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist riesig. Wie groß ist es denn? Es sind leicht 5 Meter. Beeilt euch! Es taucht immer wieder auf dem Sonar auf. Ich sehe euch, Leute. Ich sehe euch. Da ist es, geradeaus. Ich weiß nicht, was ich gesehen habe, aber es war riesig. Es ist immer wieder auf dem Schirm aufgetaucht. Seid ihr bereit, nass zu werden?
Jail, der Empfang ist gut. Over. Es ist echt schwer, hier unten etwas zu erkennen. Sicht beträgt circa 1 Meter. Die Sichtverhältnisse sind sehr gefährlich. Denk dran, ich habe etwas Großes gesehen. Passt auf! Die Sicht wird bei ungefähr 10 Metern besser. Perfekt, ihr solltet euch gerade unterhalb der Thermokline umsehen. Da gibt es eine leichte Schwankung der Temperatur. Dort sollten die Raubfische sein. Wenn Ray da ist, solltet ihr ihn dort finden. Seht ihr irgendetwas? Over. Verstanden, wir sehen nicht einen Fisch. Nichts Ungewöhnliches, Austin. Verstanden. Ich sehe hier gar nichts. Hier unten sind keine Fische. Austin an Team, wie sieht es mit eurer Luft aus? Ihr müsstet schon recht knapp sein. Warum kommt ihr nicht zurück zum Boot? Verstanden. Wow. Alles okay? Wir sind okay, aber man konnte da unten gar nichts sehen. In Ordnung. Wenn ihr da unten nichts sehen könnt, bleibt uns noch das Fischen. Werfen wir mal einen Köder aus und sehen, was wir kriegen. Wenn wir es nicht sehen können, füttern wir es doch mal. Okay, Leute, ich glaube, wir sollten dies nehmen und ein paar Schwimmkörper daran festmachen, damit man es nicht so leicht nach unten ziehen kann. Lassen wir es bei etwa 10 Meter unten schweben. Oh Mann, seht mal, das ist ein Brocken. Ich glaube, es ist eine gute Idee, einen Karpfen zu nehmen, weil es eine Menge davon in diesem See gibt. Wenn Ray in diesem See ist, könnte das seine natürliche Nahrungsquelle sein. Der Fisch ist am Haken und bereit. Gehen wir fischen, Jungs. Ich werde diese Schwimmer wirklich gut im Auge behalten. Wenn sie abtauchen, sage ich euch Bescheid. Mal sehen, ob wir was fangen. Was immer es ist, wir wollen es nicht töten. Wir wollen es nur näher ansehen. Ich glaube, mit dem Köder da draußen sollte es klappen. Wie sieht es aus, Leute? Bewegt sich was da hinten? Bis jetzt nicht. Lass uns dahin zurückfahren, wo du den Sonarkontakt gehabt hast. Fährst du geradeaus? Wow. Austin, fährst du geradeaus? Sicher. Oh! Wow! Ich kann merken, dass es am Boot hängt. Wenn wir es nicht sehen können, füttern wir es doch mal. Austin, fährst du geradeaus? Sicher. Wow! Wir haben da etwas, Mann. Die Dinger sind direkt abgetaucht. Was immer es ist stärker als das Boot. Ich kann merken, dass es am Boot hängt. Wir hängen fest. Stopp den Motor. Sehen wir mal nach. Lass uns mal checken, ob noch etwas vom Köder da ist. Raystown. Wir befragen die Zeugen. Ich selbst halte sie für glaubwürdig. Nach den Gesprächen mit den Zeugen haben wir mit unseren Experimenten angefangen. Zuerst haben wir die Theorie von einem herumtreibenden Baumstamm überprüft. Wenn man genauer hinsieht, stellt man fest, dass Textur und Farbe nicht ganz passen. Dann haben wir unser zweites Experiment durchgeführt mit unserem eigenen Ray.
Damit waren wir näher dran. Aber er konnte nicht tauchen. Wir konnten damit nicht das nachstellen, was die Leute vom Original berichtet haben. Danach haben wir uns entschieden, den See genauer zu untersuchen. Austin ist mit seinem Boot mit einem Sonar rausgefahren. Er hat etwas unter Wasser entdeckt, was eine beachtliche Größe zu haben schien. Jail und ich sind dort getaucht. Die Sicht dort unten war unglaublich schlecht. Was immer es war, wir konnten nicht sehen. Danach sind wir herumgefahren und haben versucht, dieses Ding mit einem Köder näher an uns heranzulocken. Und dann kam der Moment, wo wir dachten, etwas richtig Großes am Haken zu haben. Was immer das ist, es ist stärker als das Boot. Es stellte sich heraus, dass es etwas Großes war. Wir hingen fest. Wir hatten einen Felsen oder einen Baum am Haken, der uns festgehalten hat. Ihr habt wirklich gute Arbeit mit dem Foto geleistet, aber ihr wart dort draußen. Was meint ihr, ist das? Wir haben so viele glaubwürdige Zeugen, die gesagt haben, sie hätten etwas gesehen. Es könnte wirklich eine große Kreatur in dem See sein. Die Anzeigen auf dem Sonar und die ganzen anderen Sichtungen. Ich bin ziemlich überzeugt, dass da unten irgendwas ist. Also nach allem, was ihr da mitgebracht habt, bleibt es wohl ungeklärt. Ja, wisst ihr, bei so vielen Zeugen und diesem Foto ist es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es in dem See ein Ungeheuer namens Ray gibt. Ich glaube, dass es irgendetwas dort gibt. Fakt ist, dass dieser Fall ungeklärt bleibt. Ich bin gespannt zu hören, was im Ghostwriter-Fall passiert ist. Wie ihr euch erinnern könnt, haben die Hauseigentümer mit einem Geist namens Wright über Fotos kommuniziert. Etwas Paranormales geht in ihrem Haus vor. Und sie haben uns gebeten, zu kommen und es selbst zu überprüfen. Seht es euch an. Hey, Bill, schön, Sie zu sehen. Schön, Sie zu sehen. Danke, dass wir herkommen durften. Ich bin froh, dass Sie da sind, um herauszufinden, was zum Teufel hier abgeht. Nun unterhalten wir uns ein paar Minuten darüber. In Ordnung. Wie fing es mit den Fotos an? Was steckt dahinter? Weihnachten 1991 habe ich eine Polaroid von meinem Dad bekommen. Seit ich 1990 eingezogen bin, habe ich merkwürdige Dinge gespürt. Ich saß also da, habe am Tisch gearbeitet und die Badezimmertür ging auf einmal auf. Wir haben Späße darüber gemacht, ob man da ein Foto darüber machen könnte. Ich habe ein Foto geschossen, aber es war nichts drauf. Ich habe die Tür zugemacht und habe mich wieder hingesetzt. Dann passierte es wieder. Ich machte ein Foto und das Ding war drauf. Was haben Sie auf den ersten Fotos gesehen? Verschieden geformte Lichter. Wir haben immer wieder Fotos gemacht und überlegt, was wohl dahinter stecken könnte. Wir haben ein paar Freunde eingeladen und gesagt, hey, wir müssen euch hier was zeigen. Sie sahen die Fotos und meinten, das ist cool, wie habt ihr das gemacht? Einer unserer Freunde fragte, ist er jetzt hier? Und jemand meinte, nimm die Kamera und mach ein Bild. Dann haben wir uns das Bild angesehen und es hat sage und schreibe 45 Minuten gedauert, bis wir gemerkt haben, dass dort wirklich was zu lesen war. Yes. Die nächste logische Frage war, wie heißt du? Und das war dann das zweite Foto. Er meinte, sein Name wäre Wright. Irgendwann fragten wir ihn, ob er ein guter oder ein böser Geist ist, und er meinte, ein Freund. Die Frage war, ist es schwer, mit uns zu kommunizieren? Man braucht Geduld, heißt es wohl. Vor Jahren hat ein spiritistisch begabter Freund von uns behauptet, dass es eine Leiche unter dem Haus gäbe und zeigte uns, wo ungefähr die Leiche liegt. Ich wäre bereit, drunter zu kriechen. Ja, das hört sich gut an. Gehen wir rein. Danke. Hier ist der Vortex, eine Art Energiezentrum, genau hier vor dem Badezimmer. Und das ist vermutlich das Portal, wo alle Geister, Wesen oder was auch immer reinkommen. Sie schießen dann dort rüber und verschwinden beim Ofen. Genau hier an dieser Stelle soll die Leiche begraben worden sein. Also stehen wir direkt darüber? Ja. In Ordnung, fangen wir an. Wir machen genau das, was John seit Jahren tut. Wir stellen ein paar Fragen dort, wo der Vortex sein soll, machen ein Foto und sehen nach, ob etwas auf den Bildern geschrieben steht.